Ja, bitte? Ach, ihr seid's. Ach, ist das schön, dass ihr mal vorbeikommt. Ja, kommt rein, kommt rein. Müsst ihr nicht im Flur stehen. Und herzlich willkommen zur Podcast-Home-Story von Track am Dienstag und der Rückspultaste. Ihr seid jetzt hier im Flur. Der wichtigste Verbindungsraum, der zentrale Knotenpunkt einer jeden Podcaster-Wohnung. Aber da darf es natürlich auch ein bisschen Deko zwischendurch mal geben. Zum Beispiel habe ich hier einen Spiegel voller Fanpost. Hier habe ich eine sehr schöne Ansichtskarte aus Italien bekommen. Oder auch hier eine ebenso schöne Treffpunkt-Kaminhalle-Postkarte, ja. Und natürlich haben mir auch schon die drei Damen vom Grill geschrieben. Ja, damit so ein Podcaster auch immer weiß, welcher Tag gerade ist und wann die nächste Podcast-Folge ansteht, gibt es in jedem Zimmer oder in fast jedem Zimmer einen Kalender. Und niemand kann einem eigentlich besser erklären, welcher Tag im Monat es gerade ist, als Jonathan Frakes. Aber als Star Trek-Fan sammelt man natürlich auch Autogramme. Ich frage mich natürlich bis heute, wer ist eigentlich Finn Smint? Und warum hat er über diese Enterprise unterschrieben? Ja, aber so ein Podcast, der hält sich natürlich nicht nur im Flur auf oder lehnt sich weltmännisch an den Katzenkratzbaum. So ein Podcast, der will auch manchmal einfach was essen. Und deswegen gehen wir mal gemeinsam in die Küche. Ja, in der Küche gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, außer dass ich, Sebastian, natürlich ein begeisterter Hobbykoch bin, der dann hier auf dieser Herdplatte sich seine Pastasüßchen oder andere Sachen zaubert. Aber auch hier dürfen wieder Kalender nicht fehlen, ja, Katzenkalender beispielsweise, ja, oder aber auch ganz wichtig, Katzenkalender, die gleichzeitig Star Trek Kalender sind. Ich hätte gerne auch eine Geordi-Katze. Kühlschrank müssen wir nicht reingucken, ist gerade nach der Messewoche noch ein bisschen Ebbe da drin. Aber ihr merkt's, alle Wege gehen quasi über den Flur. Als nächstes zeige ich euch doch mal das zentrale Aufenthaltszimmer einer Podcaster-Wohnung, das Wohnzimmer. Ja, genau, das ist, ich merke schon, ihr habt direkt die Wand der Schande gefunden. Die Wand der Schande, die ist einfach nur vollgestopft und sie steht kurz davor, im Oktober 2021 mal ein bisschen entstopft zu werden, weil ich habe tatsächlich schon reingeguckt und ich habe so etwa 30% an Sachen ausgemacht, die hier mal verschwinden können. Und ihr seht die Sachen, die stehen hier in zweiter und dritter Reihe. Bücher, Filme, Comics, Spiele, mehr Bücher, mehr Filme. Hier, sag schon, wie heißt das? Nummernschilder. Nummernschilder. Danke, Kamerakind. Nummernschilder, mehr Comics, mehr Bücher. Da muss mal was passieren an dieser Wand. So schön die auch aussieht, das strömt ja auch, so eine übervolle Wand, strömt ja auch irgendwie was Gemütliches, Behagliches aus. Aber da muss mal was getan werden. Was auf keinen Fall wegkommt, ist natürlich diese 7 Zentner schwere und doch wertvollste Trophäe, die wir jemals im Podcast die Rückspultaste ergattern durften, nämlich ein Original-Türschild des vor mittlerweile über 30 Jahre geschlossenen City Center Lüdenscheid, unseres legendären untergegangenen Einkaufszentrums. Es ist auch schon mal tatsächlich mir runtergefallen und hat hier eine kleine Macke ins Laminat gehauen. Aufs Laminat ist natürlich auch ein gutes Stichwort, denn hier ist auch eine Macke in diesem Bild drin. Denn manchmal laufe ich einfach kreuz und quer durch die Wohnung auf der Suche nach Podcast-Ideen. Und wenn ich dann eine Podcast-Idee habe, dann rufe ich Heureka. Und ich stand hier in einer Ecke und habe Heureka gerufen. Und dann ist das Bild runtergefallen. Hier natürlich die Galerie der 6 Waren der zentralen Star Trek-Kinofilme. Und darunter, das habe ich euch noch gar nicht so gezeigt, stehen so ein paar kleine Schiffsminiaturen. Ich bin ja sonst nicht so der Schiffssammler oder sowas. Aber diese kleinen Heldenmodelle, die auch so ein bisschen eingestaubt sind, die wollte ich mir dann doch nicht entgehen lassen. Und sie zieren natürlich eine Komödie. Sie zieren aber auch eine Kommode, die natürlich voller Filme steckt. Um Gottes Willen, überall sind Filme. Mein Twitter-Handle Filmeonkel, den trage ich nicht von ungefähr. Wo schaue ich diese Filme? Auf diesem Sofa. Na, sag mal, eine gute Folge
Cause and Effect, wie heißen die auf Deutsch eigentlich? Wir sind in einer Zeitschleife gefangen. Ja, genau. Auf jeden Fall. Dann sitze ich natürlich so hier. Der zeitreisende Historiker. Oh Gott. Eine Hand muss auch immer frei sein, um Mücke zu streicheln, meine kleine Katze. Die hat ein bisschen Bauchweh. Ja? Deswegen liegt sie heute so ein bisschen saft- und kraftlos. Über Mückes Öhrchen hinweg, die sich manchmal ins Bild drücken, sehe ich dann natürlich hier auf meinem AV-Setup diverse Filme, Star Trek-Episoden. Schöne Grüße gehen raus an den lieben Felo. Dieses wunderbare Dreigestirn an schweren Nötern. Die Ecke. Video und Konsolen. Ein C64. Ihr merkt schon, ihr seid in einem Nintendo-Haushalt, aber auch in einem LucasArts-Haushalt. Diese beiden kleinen Tentakulos. Gehen wir mal auf den Balkon. Hm? Irgendwann einmal wird all das euch gehören. Jetzt kommt das, worauf ihr schon alle gewartet habt. Jetzt geht's in die Höhle, in die Raubtierhöhle. Jetzt geht's in das Zentrum der Macht. Jetzt geht es ins Podcast-Zimmer selbst. Ja, was ich euch vorenthalte, ist die andere Raubtierhöhle, mein Schlafzimmer. Ist ja ganz klar. Und die Badezimmer, die braucht ihr auch nicht zu sehen. Vorsicht mit dem Katzenklo, dass du nicht hinfällst. Ja, hier haben wir auch das wunderbare Sofa, das natürlich auch ein Schlafsofa ist, auf dem tatsächlich schon Podcast-Gäste genächtigt haben, wenn sie eine Aufnahme mit mir gemacht haben. Das Star Trek-Thema zieht sich weiter durch. Hier seht ihr ein Gemälde, ein fünfteiliges, was heißt das dann? Quintuptychon oder so? Es ist ein bajoranisches Panorama und hier sehen wir die Wunschvorstellung eines Benjamin Sisko, der eigentlich ja am Ende der 7. Staffel mit seiner Cassidy und ihrem Baby eine Farm auf Bajau betreiben wollte. So ist es nie gekommen, aber an meiner Wand ist es doch Realität. Diese Kulisse hier, das kennen viele von euch, ja. Das ist sozusagen der zentrale Teil meiner Filmsammlung. Hier stehen die Sachen von meinem Lieblingslabel Criterion, sowohl im Regal als auch auf dem Regal. Und das ist auch immer die Kulisse, wenn ich gerade eine Podcast-Aufnahme mache oder aber auch einen Zoom oder irgendwie einen anderen Stream betreibe. Deswegen kennt das der ein oder andere, die ein oder andere. Denn dann sitze ich in diesem Schaukelstuhl, dessen wohliges Knarren, holziges Knarren man auch manchmal im Podcast hört. Und das ist ja, das ist das Podcast-Studio. Naja, und dann sitze ich hier und sage, wollen wir doch mal einen Podcast aufnehmen? Mal den Computer an. Wir machen das als Trockenübung, ja? Pup. Zoom. Ja? Dann starten wir das Aufnahmeprogramm und ich warte, bis ich auf dem Bildschirm den Jan vielleicht sehe oder den Simon oder irgendjemand anderen, mit dem ich gerade podcasten möchte. Und wenn ich sie dann sehe, dann hole ich mir schnell mein Mikrofon heran und sage, hallo. Und dann drücken wir auf Aufnahme und dann drehe ich richtig auf, indem ich sage, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Rückspultaste. Die Nummer 8000 ist es diese Woche und ich begrüße ganz herzlich auf dem schwarzen Bildschirm jetzt, natürlich, ich muss so ein bisschen so tun, als wäre da jemand, meinen Gast Jan. Und wenn der sich jetzt so filmt, dass er sich im Spiegel sehen kann, dann könnte da sogar Realität raus. Dann geht das? Sonst hält Morn für dich her. Nee, nimm Morn weg. Nimm Morn weg, ja. So gut. Das Schicksal eines jeden Podcasters am Ende seines Podcast-Lebens. Er wird bei irgendeinem anderen Podcaster in skelettierter Form unter die Decke gehängt. Ihr seht, das ist ein Beruf, der ist kein Zuckerschlecken. Ja? Es ist ja auch mehr eine Berufung. Und mit diesem doch leicht morbiden Anblick bedanke ich mich recht herzlich bei euch, lieben Zuschauerinnen und Zuschauern, dass ihr zugeschaut habt. Aber auch wenn ihr regelmäßige Hörerinnen und Hörer unserer Podcasts seid, bedanke ich mich bei euch für eure jahrelange begeisterte Treue. Und ich hoffe, die kleine Tour durch meine Bude hat euch gefallen. Tschüss zusammen. Aber ein Podcaster, der will natürlich nicht nur im Flur rumstehen, am Katzenkratzbaum. Da fällt das Kamerakind um. Sollen wir das nochmal machen? Oh, buff!